Komm, weißt du was? Sagen wir mal, wo wir sind. So, jetzt wird er gleich mit der Minigun feuern. Was wir ihm aber nicht erlauben. Den letzten Schuss. Oh. Ich habe ihm einen Schuss verpasst. Oh, Generalschlüssel. Ich wette, damit hätte ich mir die ganze Scheiße ersparen können. Den ganzen Stuhl. Hier von wegen rumlaufen und das war jetzt so nicht geplant. Ist ja schon wieder eine Falle. Leer. Das heißt, wir können dann mal Ameisenfleisch. Schon was futtern wieder. Kartoffelchips. Nudeln. Wir haben wieder volle Leben. Hier die Schallgedämpferpistole. Stehen wir im Licht. Das ist nicht sehr schön. Eine Halskette aus. Eine Halskette aus. Meine Knochen. Ja. Alles wird gut, Kollege. Alles wird gut. Mist. Natürlich hätte er keinen kritischen Angriff machen können. Wow. Lauf doch nicht auf einmal so. Das kommt dir nicht gut, mein Söhnchen. Das kommt dir nicht gut. Braucht auch nicht mit dem Finger auf mich zu zeigen. Hat er gerade den Mittelfinger ausgestreckt? So wirklich erkennen kann man das nicht, aber ich glaube, das sieht eher aus nach Zeigefinger. Na, was soll's. So, die Pistole. Gehen wir lang. Das hier scheint ein Raum zu sein. Jawohl. Kellerbereich. Können wir da als nächstes hingehen? Ich höre draußen Stimmen. Nein, das ist noch ein Radio, das sind keine Stimmen. Och Mann, fuck off und stirb einfach. Ach. Warum hört hier jeder Radio? Das ist auch nur Galaxy News Radio. Mann. Ich muss sagen, das ist. Fürs Let's Play ist das wirklich der Kritikpunkt über. Das Punkt, der Punkt. Die Kritikpunkt überhaupt, was auch Sperrung von Videos betrifft, zumindest in Deutschland. Wo an sich könnte ich dafür auch dann die GEMA kritisieren. Dass ich dann keine Let's Plays davon machen kann. Die Duldungserlaubnis habe ich ja. Wenn ich wenigstens das Radio sehen könnte. Wahrscheinlich oben schon wieder. Ach, hat er gerade gesagt, der die das. Oben. Das gehört nicht zu dem Raum. Gut. Oh, große Blutbeute. Hat viel Inhalt. Große Blutbeutel, kein Inhalt. Normaler Inhalt. Magie. Magie vorbei. Wo zum Henker war denn? Hier.
Alter, wie fies. Das war gerade echt fies. Über mir. Ich hab den noch gar nicht gesehen gerade, ohne Scheiß. Spult nochmal bitte zurück und schreibt's auch mal bitte in die Kommentare, ob, wie gut man das sehen kann. Also es ist, ob ihr das sehen könnt, sag ich mal. Oder gesehen hättet. Aber seid auch ehrlich dabei bitte, ja? Wichtig ist das. Ich will sonst nicht als extremer Vollspast, Vollnoob oder... Oh. Komm, schieß mal eben. Nee. Eigentlich würde ich ihm gerne in den Arsch schießen, aber Kopf macht mehr Schaden. Ach, ich hätte ihm in den Arsch schießen sollen. Tschaußen. Oh! Hat jemand gehört, oder? Ja. Wieder fast voll. Schlimm ist das. Huh! Oh. So. Ja. Nein! Doch! Soll ich hier schon wieder irgendwo etwas in der Nähe? Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen. Oh, vermaledeit. Holzhammer. Weg damit. Braucht kein Schwein. Was hatte ich denn sonst noch aufgenommen? Irgendwann Sturmgewehre waren das. Wenn ich mich nicht irre. In der Tat. Ach komm, hier kommen wir auch nochmal. Brahminsteak. Dunderbar-Apfel. Kartoffelchips. Und ein Lego-Anbissen. Ja, das ist ein gutes Frühstück. Wer träumt denn nicht davon? Oh. Ist da jemand? Ja, ich bin's. Oh. Schon wieder kein kritischer Treffer gewesen. Na, 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 Purzelpupschen, na, na, ja, bisschen süßer. Aber lass dir mal deine Zähne säubern, die sehen ja schrecklich aus. So, was haben wir denn hier noch? Oh, nö, nichts. Nichts. Oh, Wasser. Ein Telefon und da drin ist, glaube ich, auch nichts. Hallo? Nee, nichts. Aktenschrank, Pfeil. Klongolken. Schau, ich dachte schon, das wäre eine Quantum. Oh, ich will Quantum finden. Noch mehr Quantum finden. Ich glaube, ich könnte das Ding auch reparieren. Da die Jagdflinte gerade. Nuka-Cola-Truck. Nichts Besonderes. Oh, Geld. Zigaretten. Oh, Altmetall. Oh, gar nichts. Wo waren wir denn gerade hier? Sind wir nicht von da gekommen? Da hinten, genau. Kann ich nochmal den Raum untersuchen? Leer. 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 Alles leer. Oh, nicht leer. Nicht leer. Whisky und Zigaretten, weitere. Hey, ich glaube, wir werden in dieser Runde gut Geld machen. Aha, aha, aha. So, komm schon. Oh. Erstmal natürlich gegenschmeißen. So gehört sich das. Normales Messer, ne? Huch. Das Wichtige ist geblieben, das finde ich super. Ja, kann ich wieder nicht rausnehmen. So, jetzt hatten wir das Problem, wo waren wir? Und wo ist, das Radio?
da so rumgebimmelt hatte. Oh, bloß nicht runterfallen. Wenigstens. Ah, genau, hier sind wir, glaube ich. Ja, hier sind wir runtergefallen. Sehr gut zu wissen. Oh, sonderbares Fleisch. Nam, 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 nam. Kriegt man schon wieder Hunger. Alle drei zusammen. Jawohl. Und den Teil hier untersuchen. Nö, nichts. Oh, hier ist was. Was war's? Den schmeißen wir hier mal runter, den Kerl. Hui! Meine Schuld. Hier was drin. Nö, warum sollte auch was drin sein? Wir wollen nicht zu. Wir sind hier nicht zufällig Schatzjäger auf der Suche nach dem Schatz des Todes oder so. Ich höre das Radio. Das vermaledeite Radio. Ich könnte ja auch mal versuchen, irgendwie die Musik auszutauschen auf Creative Commons Musik. Und was weiß ich, von, wie heißt der, Kevin MacLeod, der saugute Musik macht? Oh, nein. Zumindest die Musik. Wieso nehme ich die Kaffeetasse auf? Aber ich sag's euch, es gibt sie wirklich. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin 3. Es ging um Oasis. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Södland und wir senden nur für euch. Als nächstes eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Hört gut zu, Leute. Das ist echt wichtig. Nur eine freundliche Erinnerung an alle möchtegern Ghoul-Hasser da draußen. Auch Ghule sind Menschen. Wisst ihr, Leute, Ghule sind nichts anderes als Menschen, die extremster Strahlung ausgesetzt waren und trotzdem nicht das Glück hatten, zu sterben. Auch wenn sie aussehen wie hässliche Zombies aus alten Monsterfilmen, ihre Herzen, Seelen und Tränen sind so menschlich wie unsere. Also bitte, wenn ihr einen der vielen Ghule im Ödland treffen solltet, lasst eure Vorurteile zu Hause und die Pistole im Halfter. Ah ja, da wäre noch was Wichtiges, Leute. Die wilden Ghule, die im dunklen, düsteren Untergrund leben, das sind hirnlose Zombies. Von denen könnt ihr töten, so viel ihr wollt. Und jetzt etwas Musik. Jupp. Hören wir auch mal ab und zu mal was von Three Dog, dem Moderator. Ja, schön wird's auch sein, wenn wir dann in seinem Sender sind. Wieder mal. Waren wir da nicht schon mal? Ja, doch, waren wir ja, waren wir. Wie haben wir das mit dem Radio gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ist zu lange her. Da, Schreibtisch. Das heißt, die Probleme dürften nicht nochmal auftauchen. Eigentlich sehr gut. Okay, wir hatten, glaube ich, alle Radios ausgemacht. Oder habe ich komplett den Sound ausgemacht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß echt nicht mehr. Das ist viel zu lange her, viel zu lange her, viel zu lange her. Oh, was haben wir hier? Pugilismus aktuell. Pugilismus, jawohl. Waffenlos. 2 Punkte. Fight Club. Ich muss sagen, den Film habe ich nie gesehen. Ich weiß, ich schäme mich. Komm mal da ran, dann. Komm mal ran, komm mal. Keine Probleme hier, keine Probleme. Komm mal ran. Ganz klar, alles. Kein Problem. Weg damit. Weg damit. So eine Scheiße wird mich angedreht. Den braucht man noch. Also, er ist halt einzigartig, ne? Das ist. Oh, die Flinte weg. Minigun, ja, können wir behalten. Granaten habe ich ein paar dabei. Kleidung ist nichts mehr gut. Ach schön, Hundefleisch, Jet-Schreibtisch.